Viele Menschen in Europa sind von Armut und sozialer Unsicherheit betroffen und kommen kaum über die Runden, während andere sich alles leisten können. Wie kommen eigentlich diese krassen Unterschiede zustande und warum geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander? Ein Grund ist natürlich unsere Wirtschaftsordnung. Eine Wirtschaftsordnung, die auf Wachstum und den Profit Einzelner setzt, statt aufs Gemeinwohl. Ein anderer Grund sind die Politiken der Europäischen Union. Politiken, die auch die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten wachsen lassen. Zum Beispiel, Deutschland hat eine international konkurrenzfähige Wirtschaft. Andere Länder aber, wie Griechenland oder Bulgarien, haben eine viel geringere Wirtschaftsleistung und haben entsprechend auch viel geringere Löhne und Renten und auch eine höhere Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel in Griechenland sind 35% der Bevölkerung arm, während in Schweden nur 16% arm sind. Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa hat viele Menschen noch ärmer gemacht. Um das in der Krise verloren gegangene Geld einzusparen, haben viele Regierungen eine von der EU vorangetriebene Sparpolitik umgesetzt, die im Sozialbereich, also bei Löhnen und Renten, kürzt. Dabei wurden Allgemeingüter wie Bildung, Kultur und Infrastruktur nicht mehr unterstützt und oft wurden auch Gemeingüter wie die Energie oder die Wasserversorgung an private Unternehmen verkauft. Viele müssen jetzt nur noch mehr Geld ausgeben, um sauberes Wasser oder eine warme Wohnung im Winter zu haben. In Italien, Griechenland und Spanien ist die Jugendarbeitslosigkeit immer noch über 30%. Und die Reallöhne sind in vielen Ländern noch niedriger als vor 10 Jahren. Und das, obwohl sich die Wirtschaft in Europa erholt hat und die Unternehmen weiterhin munter Gewinne machen. Die Unternehmen profitieren vom EU-Binnenmarkt, aber die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten sind nicht besser geworden. Im Gegenteil. Und nun zeigt sich Missmut. Die Unzufriedenheit der Menschen in Europa mit diesen EU-Politiken haben jetzt auch die Regierenden der Mitgliedstaaten mitbekommen. Denn sie verlieren immer mehr Rückhalt in der Bevölkerung. Zulauf haben nun populistische und rechtsextreme Kräfte, die ja auch wegen ihrer Anti-EU-Haltung gewählt werden. Und jetzt versucht man darauf zu reagieren. Die EU-Kommission hat 2017 mit großem Tamtam die sogenannte soziale Säule der EU veröffentlicht. Aber was darin enthalten ist, sind allenfalls Vorschläge oder wohlklingende Willensbekundungen. Die Prioritäten der EU bleiben gleich. Dass diese Prioritäten aber grundlegend verändert gehören, dazu sind sich die linken Parteien in Europa einig. Und praktisch wäre auch eigentlich vieles möglich. Die Mitgliedstaaten könnten sich zum Beispiel verpflichten, existenzsichere Mindestlöhne einzuführen. Davon könnte man leben und eine armutsfeste Rente haben. Das fordern eigentlich die Gewerkschaften schon lange, um den Niedriglohnsektor auszutrocknen und Lohndumping zu verringern. Man könnte auch Mindeststeuersätze für Unternehmensgewinne einführen oder einen sozialen Mindeststandard für alle EU-Länder. Zentrale Bereiche des Lebens müssen dem Markt entzogen werden, sowie Bildung, Gesundheit, öffentlicher Nahverkehr, die Wasser- und Energieversorgung, denn nur Reiche können sich einen schlanken Staat leisten. Und schon heute wäre es auf der Grundlage der bestehenden EU-Verträge möglich, Mechanismen des Ausgleichs einzuführen. Aber wenn man grundlegend in Europa etwas verändern will, muss man die Funktionsweise und die Institutionen der EU auch grundlegend verändern. Eine Neubegründung der EU ist notwendig. Das ist natürlich kein einfaches Unterfangen, denn alle Mitgliedstaaten müssten solchen Vertragsveränderungen zustimmen. Es wäre aber ein Fehler, auf die Zustimmung aller Regierungen zu warten. Stattdessen sollten wir unsere Möglichkeiten selbst auf nationaler Ebene so nutzen, sodass wir europäische Verhältnisse in Bewegung bringen können. Denn keine Regierung, ob auf EU-Ebene, bei den Mitgliedstaaten oder in der Kommune, hat je aus eigenem Antrieb große Veränderungen gemacht. Immer mussten sie unter Druck gesetzt werden. Es kommt also auf alle an, die nicht mehr bereit sind, diese Zumutungen hinzunehmen. Ob in Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen, in Parteien oder Initiativen, wenn der Druck groß genug ist, dann kann sich auch die Politik verändern. Und wenn der Druck nicht nur in einem Land groß ist, sondern in mehreren, dann kann sich auch die Politik der Europäischen Union verändern.